Willkommen zu Level 20 von Bad Rats. Smoking Gun. Fire the gun, kill the cat, only the ball can activate the gun. Choose the right side, this is part of solution. A ram can help you make the first movement, vacuum can play the last part. Ball ist dort, entweder hier oder da lang, da hoch, da runter. Okay, also wir brauchen im Endeffekt Vacuum Rat, um den auf irgendeiner der beiden Seiten hochzuziehen. Aber was dann? Wie kommt ihr denn dann dahin? So, also klar sollte sein. Goddammit, Spiel. Dass das Ding nach einer Weile automatisch schon allein bewegt, ist furchtbar. Ja, okay, passt. Mach du nur. So, dann rollt er da rüber. Wird da hochgeschleudert, um... Ach so, vielleicht müssen wir den jetzt ganz bewusst hinlegen. Ja, das ist der Witz. Wir müssen ihn nämlich jetzt hinlegen. Und so hoffen, dass er das dann rüberzieht. Das funktioniert zwar so nicht, aber hey... Das Problem, wenn er den hat, was macht er dann damit? Gerade weil die Lungenratte heißt, so überhaupt nicht. Ernsthaft, ich müsste die irgendwie hier hinstellen, damit er den darüber pustet. Hier unten bringt er mir nichts. Oder er bringt mir gerade doch was, never mind. Weil jetzt wirklich der Witz, dass man das Ding da so hinlegen soll. Der den da hochschießt mit mehr Schmack ist, aber dann muss der logischerweise trotzdem da hochkommen. So, lass den nochmal neu setzen. Dass er vielleicht auf dem Rücken liegt. Auch wenn ich mir das weiterhin nicht vorstellen kann. Hä, doch. Okay, wenn man natürlich den hier falsch rumstellt, dann bringt das natürlich alles nichts. Okay, der Kollege muss näher ran, alles klar. Ach, bad position. Mein Hintern ist eine bad position. Come on, stell dich nicht so an. Ach, goddammit. Du Ding Dong Day, ernsthaft. Genau, der soll nämlich hier genug Schmackes haben. Was dann auch nichts? Doch. Oh, sogar relativ knapp, kann er fast sogar alleine hochbekommen. Oh, not. Der hat einen Schub hinbekommen, wo es halbwegs ordentlich war. Ist er jetzt wirklich da in diese Rille dazwischen reingefallen? Meine Güte. Jetzt auf einmal hat die Lungenratte nicht genug Kapazitäten mehr, um das Ding darüber zu schießen. Jetzt okay. Ah, so knapp, ey. Jetzt geht es einfach nur darum, die RNG-Werte so zu verändern, dass es irgendwann genug Schmackes hat, um wieder da in diesem kleinen Ding-Bereich hängen zu bleiben. Cool. Ich habe immer noch das Gefühl, dass halt das Ding eigentlich andersrum gedreht werden muss. Damit es näher an dem Saugbereich ist. Aber das Problem ist, dass der Kollege halt nicht so hundertprozentig mitmacht, wenn er falsch rum ist. Also so rum falsch rum, genau. Wenn man auf dem Kopf steht, ihm so ist nicht. Also was? Lass ihn einfach mal ganz kurz testen, wie das aussehen würde, wenn der den einfach hier hochzieht. Weil irgendwann würde der den doch vermutlich einfach fallen lassen. Nur weil er nicht genau bei Null steht. Nope, der ist einfach allgemein ein Klammsidudel scheinbar. Yep. Danke dafür.
Was bringt's, wenn ich den darüber schieße? Dann kann er den... Ach so, die Distanz ist kürzer. Lass mal testen. Lass mal testen, was passiert, wenn halt... Geh du mal dahin. Dich schicken wir so hin. Philipp die Flip. Yes. Okay, das definitiv funktioniert bei Weitem besser. Aber, nope. Nervig bleibt es trotzdem. So, und wenn wir den jetzt hier hinkriegen, irgendwie darüber zu pusten. Also, ich fies, wie viel seltener tatsächlich hier dieser auftaucht. Okay, man muss wirklich realisieren, welche Richtung man gehen muss. Denn ich glaube, über die Richtung kann man so überhaupt nicht gehen. Very bad rat. Hey, hey, hey. Isn't that great? Level 21. Dog's Lunch. Open the cage and free the dog. Let the dog meet the cat. Only the boy can activate the weight and open the cage. I can have a key work on this level. Rocket needs a good timing. And the archer a good position for shoot. Okay. Wie auch immer halt... Ah, wir müssen vermutlich den hier nutzen diesmal. Wieder, um den darüber zu ziehen. Gucken, ob der so mitmacht. Dann fällt, sollte der vielleicht da reinfallen. Und... Oh. Vielleicht dann doch wiederum so. So. Und... Einer von den Idioten halt im Endeffekt, ne? Ach, Spiel. Bringt's was, den da so zu begeben? Hoch. Hoffen, dass er dann irgendwie trifft. Wir probieren es mal so. Ja, okay, da muss ich das Timing noch ganz dringend anpassen. Da gehen wir gleich in den 100er Bereich. Okay, der Ball kommt und das sogar mit einer relativ zügigen Situ. Mhm, yes. Nope, nicht die Ratte treffen. Meine, das war gar nicht mal falsch. Ich gehe mal ganz bewusst hin und bewege das so ein bisschen anders. Einfach um das Ganze so ein bisschen zu manipulieren. Der hat aber gar nicht mitgemacht. Dann probieren wir nochmal neu, aber mit dem, den ich bei Weitem besser finde. He is by Weitem better. Das war so knapp. Don't tell me. That shit. Schieb den ein bisschen weiter nach vorne. Und dann hat sich das hoffentlich schon. Ansonsten. Ich war gerade eben mal so frei. Schön, dass hier alles in die Luft fliegt. Und habe geguckt gehabt, wie viele Achievements bzw. gleichzeitig Level es wiederum gibt. Es gibt zumindest ein Achievement für 40 Levels durchspielen. Das bedeutet, wir sind gerade mal bei der Hälfte. Playball! Oh, come on! Das war so knapp. Oh, dieses Brett einfach eigentlich hier... Ich probier's mal ohne. Vielleicht ist das Problem dadurch, dass es dann halt da extra liegt, dass es dann irgendwie mir das versaubeutelt. Who knows? Ja. Zumindest hat's jetzt funktioniert. Dementsprechend da einfach mal, das hat's ein bisschen verschwert. Erschwert, wie auch immer. Okay, den Hund gefüttert. Sehr fein. 93 Versuche, oder? Ich gehe mal davon aus, dass es insgesamt ist. Denn das waren jetzt definitiv keine 93 Versuche. Numbers used ist genau das, was die auch hatten. Alright. Super Shark. Hit the electrical machine with the ball, energize the cat. Only the boy can activate the machine. Choose a good air escape to be used. Stop the ball in the right position. The cannon needs a good timer. Shoot with angle and timer.
Kann nicht so gut shooten. Das soll runterfallen. Wir müssen selber entscheiden im Endeffekt, wo es rauspoppt. Um dann darauf zu ballern. So, ich gehe davon aus. Der Kollege. Und der Kollege. Das Problem ist definitiv, wenn er da rausfliegt. Okay, so natürlich nicht. Ja, ideal wäre... Achso. Ja, das ist natürlich nicht so, wie es sein soll. Ganz kurz mal noch weiter nach hinten ziehen. Und ganz bewusst mal weiter rotieren. Einfach auch hoffen, dass es vielleicht so... Na Quatsch, so funktioniert es ja nicht. Wie funktioniert es dann? Haben wir wirklich die... Ach so, man kann mit dem Brett im Endeffekt selber entscheiden, mit der Logik, indem man das da drauflegt? Kann mir nicht vorstellen, die Dinger werden das hochdrücken, oder? Das würde ich fast gern nochmal so probieren. Denn es sah aus, als wäre der Ball fast von alleine da reingegangen. Genau. Lass das Ganze bloß nochmal so absichtlich machen. Weniger jetzt so der Fall, aber es ist halt trotzdem super eng. Ja, lustig wäre natürlich, wenn wir es irgendwie schaffen könnten, dass diese Ratte da einfach hier so drauf steht. Dann müsste man nämlich gar keinen allzu dummen Versuch starten. Aber nochmal probieren, genau. Ah, das war knapp. Lass uns mal ganz kurz warten, denn vielleicht so von der Position her. Say what? Achso, die Idee ist vor allem auch gleichzeitig, dass man das da so hinstellt. Okay. Dann kann er nämlich nicht zu weit rollen. Das Brett ist vollkommen durchgedreht. Oh, er versucht so sehr. Das Ding fällt da fast von alleine rauch. Also. Ich würde ganz gerne einfach mal so weiter versuchen. Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen in der doofen Position, aber vielleicht die anderen Bretter. Schade, vielleicht gehen wir ganz bewusst so hin, dass der Stopppunkt ganz bewusst hier ist, damit er gar nicht flüchten kann. Jetzt ist er zu langsam dafür. Oh, never mind. Holy shit, die arme Katze. Aber ansonsten, das Level war natürlich auf die merkwürdigste Art gelöst und das ist natürlich so ein bisschen gleichzeitig auch der Charme wieder dahinter. Dass dadurch, dass alles so ein bisschen murks läuft. Okay, Rampe, Rampe, irgendwie da hoch an die Kanone. Fire the gun, kill the cat, only the ball can activate it. Rocket can give the best first movement. Lung needs some timer to make a good job. And all can be a question of right position. Mhm. You too, buddy, you too. Dahin, darüber. Achso, du willst den als erstes haben. Ach Gott, bitte, warum? Bin. Du wirst auf Magen gesetzt. Ja, schön. Du dort. Das dort. Kiste, gar nicht. Okay. Probieren wir das einfach mal so. Mhm, okay. Lass mal doch was probieren. Und zwar lass das mal so positionieren. Vielleicht können wir das dann irgendwie auf diese Rampe eher setzen. Naja, na, nicht ganz. Das funktioniert hier interessanterweise jetzt überhaupt nicht mehr. Na. Probiert natürlich hier so ein bisschen Blödsinn aus zum Teil. Ich kann euch immer noch nichts richtig sagen. Ich muss mit denen nur ein bisschen rückstellen. Haben wir mal so ein paar Sachen probieren. Kann der an den vorbei? Nee, der muss diesen definitiv so pusten.
Das Problem ist... Ja, doch, wir müssen das tauschen. Denn dadurch, dass er so keine konstante Leistung bietet wie unser Bad Rat. Ja, bei Weitem besser. Ah, jetzt müssen wir den noch ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Und dann müssten wir das eigentlich haben. Na, immer nicht. Und das ist natürlich interessant zu beobachten. Ah, dass das jetzt schon mal wieder nicht funktioniert hat. Eine reine Frage von Pixelarbeit. Congratulations. We did it. Lighting fire. Hit the candle with the ball, burn the cat, only the ball can activate the candle. Bomber's position are the key to this map. A rat needs to fly to hit the ball with the precision needed. Darüber, bong, dann irgendwie darüber und... Oh boy. Aber mal so ein bisschen gucken. Explosion. Dann hier irgendwie einer, den den dann wiederum so rüber schickt. Nee, so eher, ne? Wenn man tatsächlich überlegt, hier den zu haben, der wiederum... Okay, das ist nicht so wie erhofft. Far from it. Die Idee ist gar nicht falsch. Aber man muss vielleicht gucken, wie der Ball vielleicht doch ein bisschen schneller sich bewegen lassen. Oh. Jetzt mit ein bisschen Glück. Okay, sweet. Frag mich bitte jetzt nicht, warum der da auf einmal so ruckartig rüber... Achso, der Ballon ist auch hier leicht problematisch. Ja, der sucht nämlich einen Weg. Egal, ob er da durch darf oder nicht. Na gut. Auch das haben wir dann relativ schnell gelöst. Ein Gegenstand mehr benötigt, wow. Ha. Vielleicht stellen die hier einfach die Ratte ab. Das Ding fliegt dann darüber und dann schießen die den darüber. Okay, der Ball rollt da runter. Man muss den darüber, dahin und dann darunter. Hit the acid bucket with the ball and dissolve the cat. Genau. The balloon and the umbrella positions are the key to this map. You need to hit the ball in the air tonight. So wie immer, dadurch, dass der mehr Distanz zurücklegen soll, muss er hier sein. Und dementsprechend... Ach komm, ein Spiel. Machen wir das so. Und du... Brauchen wir den? Ja, mit den noch mit den nur Schmackes dahin räumen. Ah, wir werden den vermutlich brauchen, weil das Ding nicht so funktioniert, wie ich es mir hoffe. Ja. Ja, das ist nicht einfach, den dahin zu platzieren, denn das würde alles nur wegrutschen. Keine Ahnung, wie lange der da runterfallen sollte. Okay, der sollte vielleicht bei weitem weiter oben sich befinden, weil er dann doch scheinbar schneller runterplumpst, als der andere hochsteigt. Nicht nach mir schießen hier. Okay, also diese Ratte ist vollkommen für den Arsch. Ich will nach einer anderen Lösung suchen. No, Spiel. Kid you not. Es ist interessant zu sehen, das ist alles scheinbar zu nah dran für das Spiel. Und dementsprechend erlaubt es das nicht. Das Schöne ist natürlich, dass es überhaupt nichts erlaubt, ne? Ich versuche einfach nur das Ding zu bewegen, dass der irgendwie hier mitspielt. Wieso hat es beim ersten Mal funktioniert? Und bitte frag mich nicht, was die Lightning-Physik da gerade hinlegt.
Spiel? I don't know. Ich will doch eigentlich nur was in den Weg stellen, damit es gerade eben nicht einfach macht, was es will. Okay, Flip geht nicht so, wie ich es mir hoffe. Okay, das Ding kann nicht einfach da reingedrückt werden, alles klar. Dass der da so komplett aus der Reihe tanzt, ist unglaublich. Man könnte auch überlegen, ob man den irgendwie umpositioniert. Weißt du was? Einfach mal gucken, wie viel der alleine hinbekommt. Okay, dafür ist er jetzt zu stark. Können wir den vielleicht so einen Ticken nach hinten bewegen dafür? Oh, der Unterschied ist bei Weitem kräftiger. Vielleicht ist es genau das, was wir wollen. Ah, goddammit. Nicht irgendwo festhängen, danke. Ach ja, das ist viel zu schnell. So. Vielleicht ist der auch langsamer oder wie so weiter hinten ist. Vielleicht wird das auch. Ach, goddammit, Spiel. Alright. Also das Ziel war wirklich nicht mit dem auf der rechten Seite zu arbeiten, sondern mit dem auf der linken, dass der bei Weitem schwächer ist. 25 haben wir damit schon geschafft. Electrocat. Hit the electrical machine with the ball, energize the cat. Choose the correct side. There are several ways to lift a ball up. Willst du also sagen, dass ich das Ding angeblich da runterpommeln und dann eventuell darüber schicken sollte? So, also der Witz könnte sein, den darunter. Könnte man den theoretisch da hochschießen? Lass uns das mal so probieren und so. Nur weil ich da kurz drauf gegangen kommen bin. Super. Nicht, was ich wollte. Wow, das ist zu schnell. Das Wichtigste ist, dass der halt vielleicht sich daran festhakt. Das würde es mit am einfachsten machen. Ja, so in etwa. So in etwa. Jetzt ist einfach nur schaffen können, den da hochzudrücken. Ich will die Ratte ja nicht dabei haben, ich will nur den Ball. Das war so knapp. Lass den mal einen Ticken näher ranstellen. Vielleicht trifft er den dann auch besser. Dann fliegt er daran vorbei. Dann fliegt der Arsch dran vorbei. So, jetzt funktioniert das bestimmt nicht mehr. Jetzt brauchte ich das Ding vor allem nicht mal. Das Spiel. Yay, Master Super Fast Thinker. Schneller als die Titanic. Churras is a password with barbecue. Hit the candle with the ball to burn the cat. You will need to push the ball, but use some barriers to make it stop rightly. Rocket needs precision in time to make its job. Da irgendwie runter eine von den beiden Seiten, darüber da hoch. Kann ich das Ding einfach so machen? Dann vielleicht so. Das Ding so. Und so vielleicht. Dann sagt man hier ganz bewusst hier so, hey, warte mal, 150 irgendwas Einheiten, das sein mögen. Das war nix. Ach so, vielleicht ist das der Witz. Das muss so rummachen. Und ganz bewusst auch so sagt, hey, dann kann der da gar nicht reinplumpsen oder ähnliches.
Das sieht doch ordentlich aus. Yo, Fat Rat, do your job in being a fat blocker. Nice. Sweet. Vermutlich mehr benutzt, als man im Durchschnitt sollte, oder laut Entwickler sollte. Aber wie ich vielleicht vorstellen könnte, das ist mir schnurzpiep egal. Wir haben eine weitere Ratte. Eine weitere Katze, eher gesagt. Auf dem Gewissen. Six? No. Das war genau so, wie es sein sollte. Double Shock. Hit the electrical machine with the ball and energize the cat. You can use or cancel some scene objects. Oh, sweet. Inwiefern das gemeint ist, weiß ich auch nicht so. Darüber. Irgendwie da runter, dann da irgendwie hoch, da wieder hoch. Okay. Du stehst vermutlich jetzt einfach mal nur hier so. Du machst den Kick. Du fährst so los. Das Problem ist, dass der mir zu schnell losfährt. Vielleicht müssen wir das ganz bewusst andersrum machen. Ja. Okay, damit können wir das blockieren. Der schlägt den da hoffentlich dann Okay, wenn wir das wissen, dann können wir natürlich den bei Weitem näher positionieren und haben davon auch mehr. Da könnte man auch vor allem überlegen, ob man nicht das Ding ganz bewusst halt... Da geht es natürlich so gut wie nicht. So macht. Vermutlich ist der Kick dann... der schlagt viel zu stark dann wiederum, aber... Hier ist zum Beispiel jetzt das Problem. Das ist ganz knapp. Wenn wir jetzt da vielleicht noch aufpassen, dass er definitiv darüber springt, dann kann man ja eigentlich nicht mal allzu viel falsch machen. Oder man nutzt die verdammte Lungenratte für da oben. Genau. Ja. Dann tauscht die aus. Stellt hier irgendwas anderes hin. Kiste. Kiste tut's hoffentlich auch. Okay, dann sollten wir das so schon haben. Genau, das Ding bewegt sich nicht. Und alles andere ist so, wie es sein sollte. Alright. Damit kommen wir dann, denke ich, zum Ende dieses Teils. 28 haben wir geschafft. 12 weitere kommen noch. Mal gucken, ob wir das beim nächsten Mal... schon hinbekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.